Malheur passiert mit unserem großen Bagger. Und zwar ist uns ein Schlauch geplatzt. Völlig überraschenderweise. Ich zeige euch mal das defekte Schlauchstück. Und zwar, völlig unerwartet, haben wir hier einen ziemlich rostigen Schlauch. Den haben wir schon so gekauft. Und vor ein paar Tagen wollten wir den Bagger nur mal bewegen und das wegheben. Aber da hat es einen kurzen Schlag getan, da war der Schlauch hinüber. Jetzt ist der ganze Bagger voll Öl. Und wir werden jetzt die Schläuche ausbauen, neue bestellen, werden wir gleich alle vier wechseln. Wie immer bei uns ist es etwas komplizierter, als man sich das denkt. Die Schläuche gehen natürlich nicht einfach ab. Die Verschraubung müssen wir erstmal vorsichtig mit dem Hammer massieren, damit sich das überhaupt löst. Man kann hier auch nicht einfach die Muttern erwärmen, damit der Rost sich löst, denn der Schlauch ist voll Öl und Öl und Wärme, das verträgt sich nicht immer so gut. Deshalb klopfen wir jetzt ein bisschen drauf rum, in der Hoffnung, dass danach sich alle Verschraubungen gut lösen lassen. Bei solchen alten, vergammelten Leitungen gilt immer, gut geklopft ist halb geschraubt. Und dein Werkzeug sollte nie genauso alt sein wie dein Bagger. Aber trotz all dem guten Klopfen wehrt sich die 30 Jahre alte Hydraulikverschraubung noch vehement. Der Schlüssel zum Gegenhalten dreht sich immer weg bzw. rutscht auf dem Baggerarm nach unten. Da müssen wir uns was anderes überlegen. So funktioniert das nicht. Auch nicht mit einer Verlängerung. Da würden wir jetzt nur das kurze Stück Hydraulikrohr verbiegen. Da müssen wir uns jetzt was anderes überlegen. So, fertig überlegt. Um das Abrutschen des Schraubenschlüssels zu verhindern, klopfen wir jetzt einfach ein altes Stück Pfosten zwischen den Schlüssel und dem Baggerarm. Das sollte halten und dann können wir das ganze Ding wahrscheinlich auch mit der Verlängerung lösen. Das setzen wir weiter unten an, dass du hier nur Kleendruck hast, dass du trinken kannst. Ja, so kann ich mein ganzes Gewicht dran ziehen. Du brauchst ja hier das kleine Uhrwerk, Treffenuhrwerk. Ja, ja. Soll ich es gleich ganz abnehmen? Erstmal lösen oder wie wollen wir es machen? Ich lese es auch schon mal. Das ist okay. Die Schläuche sind jetzt rausgebaut. Die drei Schläuche werden wir noch behalten. Und ansonsten ging es eigentlich ganz gut. Die Nippel sind alle noch fest, dank unserer 40 Jahre alten Verlängerung hier. Ganz großartiges Ding, passt auf jeden Maul. Passt auf jeden Maulschlüssel. Ging das auch alles recht gut, hätte ich nicht gedacht. So, jetzt geht es an die Montage. Alles sauber machen und wieder zusammenschrauben. Hier haben wir jetzt unsere vier neuen Schläuche. Schauen wir jetzt mal, ob das alles passt. Ich hoffe es, weil die können wir nicht zurückschicken, das ist wieder Sonderanfertigung. Aber ich denke schon, dass das klappt. Ja, die Schläuche hier oben, die sehen auch ganz gut aus. Die werden wir vielleicht in den nächsten Jahren mal wechseln. Ja,
arbeiten einfach so lange, bis einer wegfliegt. Die Montage der neuen Schläuche läuft auch nicht so gut, wie wir uns das gedacht haben. Einige der Einschraubnippel sind hier beschädigt, der erste Gewindegang ist hier verletzt, deshalb ging es wahrscheinlich auch so schwer abzuschrauben. Aber nicht verzagen, Dreikantfeile schnappen und Gewindegang nachfeilen, dann sollte das Ganze funktionieren. Trotz der Nacharbeit des Einschraubnippels ist die Montage des neuen Schlauchs trotzdem nicht so richtig möglich. Schon ab dem ersten Gewindegang geht es schwer. In solchen Fällen hat man eigentlich immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder zerstört man das Muttergewinde im Hydraulikschlauch, wenn man jetzt weiter dreht. Oder man hat Glück und kann den Schlauch vollständig aufschrauben und am Ende ist es auch noch dicht. Das ist meistens der unwahrscheinlichere Fall. Aber da wir keinen neuen Einschraubnippel haben, probieren wir jetzt einfach mal Variante 2. Einfach festziehen. Die vier neuen Hydraulikschläuche sind jetzt alle eingebaut. Es war wie immer viel komplizierter, als wir uns das gedacht haben. Aber jetzt sind wir damit fertig. Wir schauen jetzt nochmal schnell nach dem Öl, füllen ein bisschen was auf und dann machen wir auch gleich einen Funktionstest. Bei einem so alten Bagger den Hydraulikölstand zu überprüfen, ist natürlich auch keine Sache, die einfach mal so gemacht ist. Hier ist nämlich der Ölmessstab noch richtig ordentlich verschraubt. Da brauchen wir immer Werkzeug, um den zu lösen. Selbiges gilt für den Magnetabscheider und den Einfüllstutzen. Das ist nichts mit Wartungsklappe und schönem Plastikdeckel, das muss man alles mit Werkzeug abmontieren und dann versuchen, die Messinstrumente richtig zu interpretieren. Naja. So reichlich ist es nicht. Könnten ja mal 10 Liter nein. Trockenbahn. Zur Befüllung des Hydrauliktanks müssen wir zuerst den Magnetabscheider ausbauen. Da können wir gleich mal schauen, was sich dahinter verbirgt. Tendenziell nichts Gutes, aber man darf nicht vergessen, der Bagger ist 53 Jahre alt. Da kann es schon mal sein, dass sich die Zahnräder an der Pumpe ein bisschen aufgelöst haben. Das ist nicht schlimm. Und schließlich ist ja der Magnetabscheider auch dafür da, um größere Schäden durch Späne zu vermeiden. Die größere Überraschung haben wir dann beim Nachfüllen des Hydrauliköls erlebt. Wir waren uns ziemlich sicher erst vor kurzem. Ich will mal noch einen, hä? Nach dem Hydrauliköl geschaut zu haben und da war noch genügend drin, aber jetzt ist zu wenig im Tank. Ich will mal noch einen, hä? Irgendein Wicht muss das da rausgemopst haben, denn wo soll das Öl denn sonst hingegangen sein? Ich will mal noch einen, hä? Es ist wirklich erstaunlich, mit wie wenig Hydrauliköl dieser Bagger noch tadellos funktioniert hat. So, es ist vollbracht, die Schläuche sind gewechselt. Wir haben noch Öl nachgefüllt, der Bagger ist jetzt wieder voll einsatzbereit. Wir können mit ihm quasi unser nächstes Projekt anfangen. Das nächste Projekt wäre jetzt offiziell der Abriss der zweiten Scheune, aber wir haben eine kleine Zusatzaufgabe vom Gewässeramt oder wie auch immer das heißt bekommen. Und zwar liegt einer unserer Dreckhaufen zu nah am Bach. Aus Gründen des Hochwasserschutzes müssen wir den 4 Meter weiter vom Bach entfernen, als er jetzt schon liegt. Unser Lagerplatz ist zwar einer der höchsten Punkte der Umgebung, aber das weiß ja das Hochwasser nicht. Deshalb schaufeln wir den Haufen jetzt ein Stückchen rüber, damit das Hochwasser, wenn es denn doch aus Versehen mal bergauf läuft, nicht doch unseren Haufen mit in den Ozean spült.
Die Arbeit mit unserem MH4 Radbagger von O&K ist natürlich nicht zu vergleichen mit unserem Schreitbagger Menzi Muck. Also abgesehen von der Größe ist auch die Steuerung an sich wesentlich angenehmer. Es ist zwar noch so eine uralt Kreuzhebelsteuerung, die man noch mit Kraft bewegen muss, aber das ist wirklich schon ein Weltenunterschied zu dieser Einhebelsteuerung. Die fußbetätigte Schwenkbremse ermöglicht es auch bei voller Beladung schnell zu schwenken und dann vor dem Abkipppunkt noch elegant zu bremsen. Also das ist wirklich ein sehr flüssiges Arbeiten mit dem Gerät. Zum Glück haben wir das damals auf Eurosteuerung umgebaut. Da waren noch ein paar Bedienungen andersrum. Das war ein bisschen unlogisch, aber das haben wir damals geändert. Da haben wir die Gestänge angepasst. Die Lenkung hatten wir ja damals auch angepasst. Wer das Video noch nicht gesehen hat, das verlinken wir euch mal hier oben. Und das Allradgetriebe haben wir ja dieses Jahr auch nochmal nachgerüstet bzw. wieder aktiviert. So im Großen und Ganzen kann man mit dem Bagger jetzt wirklich zügig arbeiten, wie ihr seht, auch wenn man keine Ahnung hat wie ich. Es sieht ja dann doch schon ein bisschen baggerartig aus, was wir da hier machen. Und der Haufen war innerhalb von, naja, einer halben Stunde war der versetzt. Das waren wohl um die 20 bis 30 Kubikmeter. Das ging wirklich recht zügig. Ich denke, unsere Schlauchreparatur war recht erfolgreich. Es ist alles dicht, es tropft nichts. Die Schläuche, die wir im Internet bestellt haben, haben recht gut gepasst. Dass das Gewinde an den Einschraubnippeln defekt war, na gut, da kann ja der Schlauch nichts dafür. Wir sind mit der Reparatur sehr zufrieden. Und jetzt noch eine Frage an euch. Was haltet ihr von der Reparatur? Schreibt es mal bitte unten in die Kommentare. Was hättet ihr anders gemacht? Oder seid ihr mit unserer Variante genauso glücklich wie wir? Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Wenn nicht, schreibt es bitte trotzdem auch rein. Und ansonsten, abonnieren nicht vergessen.